Ja, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hofalte Mühle. Was sich hinter dieser Tür verbirgt, da habt ihr ja schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Hühnerstall kalken und desinfizieren. Wer es noch nicht gesehen hat, klickt mal da oben. Ja, und ansonsten wollte ich euch heute den Hühnerstall, der fast fertig geworden ist, mal vorstellen. Los geht's nach meinem kleinen Trailer. Ja, aber jetzt geht's los. Wir gucken zusammen rein. Spot an! So sieht das Ganze jetzt hier aus. Und wie das Ganze hier drin vorher aussah, blende ich euch jetzt mal ein. So Leute, ich war hier mal wieder im Hühnerstall aktiv. Und zwar ist jetzt hier bis auf diesen schmalen Streifen komplett die Decke drin. Ihr seht natürlich, dass es ein bisschen schief ist, gerade hier hinten. Aber ich habe hier die alten Balken angenommen und ja, das Ganze schmeiße ich hier die Tage nochmal zu. Die Bretter kommen ab und hier kommt auch nochmal Putz ran. Und da unten, das Loch wird noch ein bisschen zugemauert, so dass es dann hier auch bald weitergehen kann. Jetzt geht es an die Arbeiten, auf die ich immer überhaupt 0,0 Bock habe. Ich hasse Beton, ich hasse Steine, ich mag einfach Holz. Aber ja, wenn man sich's anguckt, so sieht es vorher aus. Und ja, die Fachleute werden jetzt sagen, ach du heiliger Bimbam, auch da ist mir völlig Pelle. Hauptsache die Milben kriechen mir hier nicht in irgendeine Ecke, mangelt die Steine. Und demzufolge, ja, ist das hier so meine Abendbeschäftigung. So Leute, vorher so und jetzt sieht es so aus. Ich habe hier heute tatkräftige Unterstützung. Und auch hier wird kräftig durchgeputzt. Ja, ich werke hier Abend für Abend immer ein kleines Stück weiter. Heute kommt die Abtrennung erstmal rein. Natürlich nicht im gleichen Abstand. Aber ja, so dass ich hier mit der Schubkarre nachher hier vorne reinkomme. Da sind schon die Scharniere dran. Und ja, morgen nochmal ein, zwei Dachlatten nachholen, weil die da liegt, das reicht nicht für die Tür. Letzter Blick vorm Kalken. Ich habe jetzt hier mal diese Zwischentür eingebaut. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Könnt ihr jetzt sicherlich sehen, wie das Ganze dann hier funktionieren soll. Ausgefegt ist auch schon. Hier sollen später mal die Tonnen stehen, die alten Futterkrippen hier, die lasse ich hier vielleicht als Legenest. Hier kommt noch mal eine Abtrennung rein. Ja, und da hinten werde ich einfach mal ein Brett drüber machen, um eine kleine Arbeitsfläche zu generieren. Ja, in einem anderen Video zeige ich euch hier dann, wie ich das Ganze kalke. Dazu habe ich hier auch schon Belüftung sichergestellt und hier ist schon der erste Agent, der hier mal wieder guckt, was hier los ist. In meinem Video Hühnerstall kalken habe ich euch ja gezeigt, wie das Ganze hier komplett weiß geworden ist und habe da jetzt natürlich viele Abende und gefühlte 1000 Stunden nochmal gesessen und hier einiges neu gemacht. Es ist hier komplett geteilt und abgegittert und auch rattensicher bis in die Ecken hinein und habe natürlich auch die Elektroinstallation hier neu gemacht. Hier seht ihr Schalter, da hinten Steckdose und ja,
wir schauen einfach mal ein bisschen dichter. So, ich habe hier auch eine Leuchte. Ihr könnt das jetzt wahrscheinlich gut sehen. Gleichmäßige, super Lichtverteilung und 0,0 Flackern. Das ist extra so eine Leuchte für Geflügelställe, die komplett flackerfrei ist. Hier habe ich noch eine zweite Leuchte für flickerfreies Licht im Hühnerstall. Auch das Video blende ich euch oben mal ein, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das ist nämlich auch eine ganz wichtige Geschichte. Ja, hier vorne habe ich noch ein Brett unten eingebaut, um das ganze Hackschnitzel hier einzubringen und dass das hier unten halt nicht durch das kleine Gitter fällt. Ich benutze hier wieder die Deep-Litter-Methode. Auch da blende ich euch jetzt mal ein, wie das Zeug hier reingekommen ist. Ja, und ansonsten habe ich hier natürlich hoffentlich an alles gedacht. Wir haben hier uns überlegt, dass wir die Tränken und die Futterspender hier von der Decke abpendeln. Das habe ich hier mit alten Ketten getan. Ja, da wird der ein oder andere jetzt sagen, hast du alles neu gemacht? Warum hast du denn da alte Ketten genommen? Ganz einfach, die liegen schon Ewigkeiten in meiner Werkstatt rum. Ja, und man muss auch nicht immer alles neu kaufen, sondern das Ganze vielleicht auch mal ein bisschen upcyclen. Ja, mit dem Hackschnitzel hier, das habe ich hier um die Ecke von jemandem mir anliefern lassen. Ihr habt gesehen, wie ich das Ganze hier reingebracht habe. Die Futterspender kann ich hier beispielsweise mit dem Haken alles Höhen verstellen und auch die Tränke kann ich hier Höhen verstellen. Das sind hier so kleine Knöpfchen dran, mit denen ich das hier halt auf bestimmte Höhen eben einpegeln kann. Ja, egal, ob es dann später mal, ob hier Küken drin sind oder Hühner. Hühner ist der erste Plan. Natürlich ist hier, denke ich, an alles gedacht. Ja, auch neue Legenester gibt es hier bei uns im Stall. Da habe ich eins schon mal hier eingebaut. Die sind eigentlich wirklich sehr, sehr cool. Habt ihr so eine Klappe, habt noch kein Einstreu drin, aber da habe ich auch noch was ganz Besonderes. Was ist das denn? Tabakstroh. Tabakstroh, muss ich euch mal dazu erklären, sind die Stängel der Tabakpflanze und die sollen folgende Eigenschaft haben. So, hier nochmal in der Nahaufnahme. So sieht das Zeug aus. Und wenn ihr da mal dran riecht, das riecht ja schon ultra doll nach Tabak. Das soll Milben fernhalten. Milben mögen nämlich diesen Tabakgeruch nicht. Ja, und deshalb soll das wohl besonders gut sein, wenn man das Einstreu hier eben mit diesem Tabakstroh macht. Ich muss mal schauen, wie sich das dann nachher so entwickelt. Das ist jetzt natürlich erstmal bloß eine Probesache. Auf jeden Fall ist das erstmal eine Variante, die ich so auch noch nicht kannte und natürlich mal ausprobieren werde. Ja, hier hinten habe ich eine zweite Tränke aufgehangen. Ich hatte erst überlegt, diese ganzen Aufhänger hier, die in unserem früheren, oder was heißt früheren, also ist bestimmt schon 50 Jahre her, wo hier in diesem Stall mal Pferde drin waren, könnt ihr hier auch, denke ich, noch ganz gut sehen. Hier ist die Futterkrippe, die ich auch nicht rausgenommen habe. Vielleicht kommt hier auch noch ein bisschen Einstreu rein, sodass die Hühner das später auch als Legenest nutzen können. Ja, auch da seht ihr, habe ich immer noch die Möglichkeit, mal irgendwas anzubinden. Und auch da oben so große Nägel, die lassen sich erstmal ultra schwer entfernen. Aber nichtsdestotrotz
habe ich mich dazu entschieden, das hier alles dran zu lassen. Und ja, habe hier dann gleich eine Möglichkeit gefunden, hier auch mal eine neue Tränke auszuprobieren. Die ist hier unten mit so kleinen Nippeln versehen. Das Teil kann man stellen oder wie in dem Fall jetzt natürlich auch hängen. Wir schauen noch mal in den vorderen Bereich. Ja, auch hier habe ich die Futterkrippe direkt drin gelassen. Hier drunter habe ich noch ein bisschen Werkzeug versteckt, weil ja doch noch die ein oder andere Restarbeit hier zu erledigen ist. Wie gesagt, gefühlte 1000 Stunden. Fernsehen gab es schon lange nicht mehr. Gab eigentlich immer bloß Hühnerstall. Ja, Futter habe ich hier in der alten Tonne, dass es direkt zur Verfügung steht. Und hier hinten will ich mir noch eine kleine Ablage bauen. Wenn ich hier die Restarbeiten mache, kommt das hier auch weg. Dann habe ich hier oben auch eine Steckdose, die ich dann dafür benutzen kann. Ja, für was auch immer. Für eine kleine Maschine, wo ich zum Beispiel bisschen Gemüse klein machen kann und das dann den Tieren hier auch direkt zur Verfügung stellen kann. Ja, einen Karton habe ich hier noch über und da habe ich gedacht, das baue ich mal mit euch zusammen auf. Wir schauen mal, was drin ist. So sieht das aus, wenn ihr euch so ein Legenest bestellt. Das gibt es übrigens nicht nur als Dreier, wie ihr das gerade gesehen habt, sondern natürlich auch in verschiedenen Varianten. Was ich daran cool finde, ich habe hier noch so ein Dreier. Ihr könnt die so aneinander reihen. Die werden dann hier in der Mitte verschraubt. Dazu sind, ihr könnt das bestimmt sehen, die Löchlis da. Schrauben und Zubehör liegt alles mit dabei. Ja, und auch wenn ihr euch damit mal startet und euch erstmal so ein Zweier bestellt und später nochmal ein Zweier, könnt ihr euch daraus dann immer noch ein Vierernest bauen. Ja, ich dachte, zum Abschluss der groben Arbeiten mache ich das mal mit euch zusammen und wir legen einfach mal los. So, hier sind die Zubehörtütchen mit Schrauben und allem, was man dazu braucht. Dann machen wir mal gleich zwei von auf. Die Seitenwände noch mal einmal schrauben und das Dach dazu. So, hier gibt es eine detaillierte Aufbauanleitung, die auch mit dabei ist. Ich lege jetzt einfach mal los und ihr schaut vielleicht ein bisschen zu. Ja, was hier im ersten Moment so ein bisschen instabil wirkt, werdet ihr gleich sehen. Das relativiert sich, wenn alle Schrauben miteinander oder wenn alle Einzelteile miteinander mit Schrauben verbunden sind, dann ist das Ganze eine echt stabile Nummer. So, wenn die Seitenwände hier stehen, wie ich gerade sagte, wirkt im ersten Moment ein bisschen instabil, aber dadurch, dass jetzt hier das Dach raufkommt, und wir schauen hier rum, und zwar so, wird das Ganze gleich richtig stabil und wenn es dann an der Wand hängt, ist es einmal frei. Ich zeige euch das nochmal in der Nahaufnahme. Hier unten werden dann die Seitenwände mit den Unterteilen verschraubt und da oben an allen vier Löchern kommen diese Schrauben rein mit diesen Muttern. Das ist wirklich ganz cool. Wenn ihr da nämlich wirklich mal noch nachrüsten möchtet, dann braucht man bloß da oben die 2 bis 4, die man da installieren soll, eben einmal lösen und hat dann auch direkt die Möglichkeit, die beiden zu lösen und da eben noch anzubauen. Als letztes hier die Deckel, die werden hier einfach so mal rauf und dann eben eingerastet. Oh.
und schon sollten die Eier dann da reinrollen, wo sie auch hingehören, ohne dass da irgendwelche Verschmutzungen eben zustande kommen. Ja, an die Wand will ich das Legenest hier anbauen. Dazu braucht man jetzt einfach eine Wasserwaage, um das eben einmal auszurichten und dann mit dem Stift hinten an der Wand die Löcher markieren und schon hängt es da, wo es hin soll. Ja, ihr fragt euch jetzt sicherlich, und wo sollen die Hühner schlafen? Das verrate ich euch im zweiten Teil. Mein neuer Hühnerstall, der in einigen Tagen und Wochen folgen wird. Könnt ihr weiterhin gespannt sein. Ja, und falls euch das Legenest oder bestimmte Tränken gefallen haben sollte, schaut einfach mal bei meinehennen.de, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung mal nach. Dort bekommt ihr alles rund um den Hühnerstall. Vielen Dank an die Jungs, die mir das zur Verfügung gestellt haben. Ja, noch kann ich mich hier ganz bequem aufs Hackschnitzel setzen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, dass ich mich hier die Kacke an der Hose habe. Wird sich in den nächsten Tagen bald ändern. Ihr könnt also gespannt sein auf mehr Videos von mir, dem neuen Hühnerstall und natürlich den Tieren. Ich freue mich mega, dass ihr bis hierhin mein Video angeguckt habt. Ich hoffe, es war interessant. Was ihr davon haltet, von meinem neuen Hühnerstall und der Ausstattung, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Schon alleine für den Algorithmus freue ich mich. Ansonsten lasst ein Like da, wer noch nicht abonniert hat. Gerne mal den Button drücken, hilft mir und meinem Kanal und ist für euch völlig kostenlos. Ihr hört, das Perlhuhn schreit, hat bestimmt Hunger. Ich muss jetzt Schluss machen. Bis bald auf dem Hof Weidemühle.